Es ist so, dass die Feuerwehr Schiedlberg und der Höhenretterstützpunkt Dernberg mit der Höhenretter Steyr zu einem Unfall bei einem landwirtschaftlichen Objekt in der Gemeinde Schiedlberg alarmiert wurden. Ja, eine Person war in einen Brunnenschacht gestürzt. Die erste eintreffende Feuerwehr Schiedlberg hat natürlich gleich versucht, einen Feuerwehrkameraden zum Verunfallten abzuseilen, hinunterzulassen. Ja, und dann wurde gemeinsam mit den eingetroffenen Höhenrettern und der zusätzlich alarmierten Bergrettung dann diese Person nach oben gebracht. Ja, aufgrund natürlich der beengten Platzverhältnisse in dem Brunnenschacht ist es natürlich so gewesen, dass die gesamte Rettung circa eine Stunde gedauert hat. Wie belastend war dieser Einsatz für die Einsatzkräfte? Naja, der Einsatz war sehr belastend eigentlich für die Einsatzkräfte. Einerseits natürlich haben einige der Einsatzkräfte die verunfallte Person gekannt. Andererseits natürlich sind, nachdem sie das alles in einer Nachbarschaft, in einer Siedlung befindet, auch die Angehörigen natürlich anwesend gewesen. Nein, es war so, dass der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph Frost 10, der ebenfalls vor Ort war, nur mehr den Tod feststellen konnte.